Ah, gute Mr. Eintracht hier. Immer ein bisschen krank, deswegen so. Und auch direkt die Ankündigung, es wird morgen keinen Livestream geben. Ich muss einfach meine Stimme schonen und wenn ich zu viel rede, dann muss ich alles die ganze Zeit husten, husten, husten. Und es bringt nichts, wenn ich dann meinen Hals weiter reize. Kommen wir aber erstmal zur Auslosung der Damen. Vier Teams waren möglich: PSG, Real Madrid, Spartak, Prag und der BK Hecken FF. Worst Case wäre natürlich gewesen, wenn wir PSG oder Real Madrid bekommen hätten. Und sowas, wo merkt, in der Qualifikation sozusagen noch der Champions League, wir hatten ja das Miniturnier, dann kommen die Playoffs. Irgendwie hat so ein Turnierbaum was, aber wenn man ganz ehrlich ist, kriegen Real Madrid oder PSG in den Playoffs zu spielen und somit gar, eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, zu haben auf die Gruppenphase schon Haag. Aber, und so ist es geworden, Spartak Prag. Und dementsprechend ist das natürlich möglich. Die sind machbar und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir uns da zu schlagen werden. Dazu aber dann demnächst mehr. Denn auch am Wochenende jetzt spielt nämlich meine Eintracht, unsere Eintracht, in Bochum auswärts. Und wir wissen ja, dass wir in Bochum gar nicht so gut mehr aussehen. Die letzten beiden Spiele haben wir ja verloren. Und 2 zu 0, 3-0 und 2-0. Und wenn ich bedenke, ey, wie lange ist unser letzter Auswärtssieg her? Holy moly, es wird mal wieder Zeit, dass wir wirklich einen normalen Auswärtssieg sehen. Also normalen, generell einfach einen Auswärtssieg. Das wäre halt schon enorm wichtig. Wir wissen aber auch, dass es in Bochum immer sehr unangenehm zu spielen ist. Nicht nur für uns, sondern generell für Teams, denn die schlagen sich da immer gut, die Bochumer zu Hause und haben auch schon die Bayern etc. besiegt. 18:30 morgen, also Topspiel. Ich werde es auf jeden Fall anschauen, privat und ohne Gerede. Und ja, ärgert mich zwar auch selbst, ich hätte gerne die Konferenz etc. gemacht, weil es schon geile Spiele dabei, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Aber na, was soll's. Gesundheit geht vor und ich denke, ihr habt dafür auch komplett Verständnis. Wenn nicht, tut's mir leid. Aber meine Gesundheit geht vor und wie gesagt, es ist alles nur zurzeit ein Hobby. Der direkte Vergleich bei 71 Spielen ist zwar minimal für uns, 29 Siege, für uns 26 Siege bei denen, 16 Siege, 16 Unentschieden, aber wie erwähnt, in der Bundesliga sieht es halt die letzten Male seit ihrem Aufstieg wirklich nicht gut auf. Und wie gesagt, vor zwei Saisons 2-0, letzte Saison 3-0, ich hoffe, das steigert sich nicht, dass es 4-0 ausgeht. Muss nicht sein. Aber, wie gesagt, ein Sieg, 3 Punkte holen oder auch ein Remis. Ja, dann hätten wir halt aus 4 Spielen trotzdem, ja, 6 Punkte geholt. Sagen viele, ist zu wenig. Das sind halt Gegner, die du besiegen musst. Auf der anderen Seite denke ich mir, nee, nicht zwangsweise. Denn, klar, okay. Das Heimspiel gegen Köln hättest du gewinnen müssen, auch von der Chancenvergleich. Aber wir haben immer noch nicht verloren, wo wir merken, diese Saison. Klar, Mainz. Sagt man, ja, die sind so, also von der Qualität und auf dem Platz schlechter, müssen wir gewinnen. Ja, aber wie oft tun wir uns in Mainz schwer? Und deswegen da 1 Punkt zu holen, komplett in Ordnung. Darmstadt besiegt, 3 Punkte. Und halt, ja, Köln halt. Weil halt bitter, wenn du es gewinnst, haben wir 7 Punkte, umso besser. Aber auch da 5 Punkte zu haben. In Bochum. Und da kommen halt die, ja, die ersten Bewährungsproben schon mit. Heimspiel Freiburg, etc. Zwischendurch ist noch Eupartien. Darauf gehen wir aber dann die Tage ein. Ich sage jetzt mir, arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao. Und ja, heute relativ kurz, tut mir leid. Aber tschö, tschö.